Mach mal keine Hektik hier. Die sind zu zweit, ihr seid zu acht. Das ist die Grenze zwischen Ost und West. Bleib oder stirb. Warte mal. Mach mal halblang. Das Tal ist tabu, bis unser Signal ertönt. Das ist mit den Kaja vereinbart. Ich bin keine Kaja. Ich kam unabhängig her, um Durchlass zu erbitten. Aber sie öffneten das Tor für dich, oder nicht? Was bedeutet diese Überschreitung? Sie schicken ein Kind? Wollen sie verhandeln oder nicht? Den Kaja vertraut man nicht. Das weiß jeder. Vergesst die Kaja. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Ich muss im Westen Leben retten. Vielleicht auch das eure. Das einzige Leben, das du retten kannst, ist dein eigenes. Indem du umkehrst. Die Klinge sieht geil aus. Moment. Über eines sagt sie die Wahrheit. Sie ist keine Kaja. Sie ist eine Nora aus dem Wilden Osten. Wenn sie Leben retten will, sollten wir da nicht zuhören? Lasst mich mit ihr reden. Ein letzter Gefallen für einen Marschall, bevor er weggebracht wird. Ach, das ist der Marschall, den die tauschen, ne? Ein tapferer Nora-Rotschopf. Du bist sicher diese Retterin von Meridian. Nur Aloy. Ich bin Verscharf unbeugsam. Einst Generalstab der Kaja, Armee der untergehenden Sonne. Du bist Verscharf? Avad gab mir eine Botschaft. Er wartet in Meridian, wo du hingehörst. Avad war schon immer höflich. Jetzt hast du mich noch neugieriger gemacht. Schließlich vertraut dir der Sonnenkönig. Aber solche Verbindungen zu den Kaja könnten hier schlecht für dich sein. Das weiß ich nur zu gut. Du siehst ja, hier herrscht Hochspannung. Diese Gesandtschaft ist eine heikle Sache. Sie geben mich dem Sonnenreich zurück. Diese Geste könnte helfen, schmerzhaften Groll zu lindern. Und jetzt kommst du. Ohne Vorwarnung. Ich will keinen Ärger machen. Ich will nur nach Westen. Das sagst du. Vielleicht kann ich ja helfen. Aber ich muss wissen, warum. Und ich brauche die Sicherheit, dass ich es nicht bereuen werde. Die weiß ich nicht, ob ich dir geben kann. Tätowierungen, du und die Tenak nach Hause gehen. Tätowierungen. Das Problem mit dem Teil ist, die Motion Capture und so weiter ist so gut und auf Deutsch ist alles nicht synchron. War im ersten Teil ja auch ein Problem teilweise mit der Synchronisierung. Die Tätowierungen der Kaja sind mir völlig neu. Für die Kaja sind sie reine Zierde. Für die Tenakt jedoch weit mehr. Eine Litanei der Taten. Listen besiegter Feinde. Davon hast du anscheinend so einige. Kämpfe sind mir nicht fremd. Aber mein Leben... Meine Zeichen sind noch nicht vollendet. Diese Seite zeigt meine Kampftaten. Vor meinem Tod soll die andere Hälfte meine Erfolge des Friedens tragen. Das ist ein guter Grund für Tattoos. Wie bist du unter die Tenakt geraten? Als Gefangener. Das kann ich dir erzählen. Dauert aber. Aber wie ich das sehe, haben wir wohl eh nichts vor, bis die Gesandtschaft anfängt. Möchtest du es wirklich hören? Jo, bitte. Ich schätze, wir haben Zeit. In Ordnung. Ich war bei Sonnenkönig Jirans Truppen, als sie nach Westen zogen. Ich wollte das Schlimmste verhindern. Natürlich klappte es nicht. Sie begangen unaussprechliche Schandtaten und die Tenakt reagierten darauf. Als die Clans unser vorderes Lager der Zinnobersande überrannten, blieb ich zurück, um den Nachzüglern zu helfen. Und wurde geschnappt. Ich habe es ihnen nicht einfach gemacht. Und sie haben es mir auf der Reise in ihre Hauptstadt vergolten. Ich verlor unterwegs so viel Blut und war leichenblass, als sie mich zu Häuptling Hikaru brachten. Ich dachte, ich wäre tot, also ergriff ich verzweifelte Maßnahmen.
Was heißt verzweifelt? Als du den Tenakt-Häuptling trafst, tatest du etwas Verzweifeltes? Ich hielt die Ohren offen, als die Tenakt mich mitzerrten. Und ich hörte von einem Urteilskampf, den sie offenbar huldigen. Also, als sie mich vor Hikaru warfen, forderte ich dieses Ritual ein. Die Kuh. Ach, ha. Im Glauben an Sieg gewährte mir einen Vorteil. Mein Leben oder sogar die Freiheit. Die anderen Tenakt heulten, aber Hikaru starrte sie nieder. Und dann fiel sein Blick auf mich. Er wusste meinen Einfallsreichtum offenbar zu schätzen. Er erlaubte mir die Teilnahme an der Kulhut. Ich ahnte ja nicht, was mir bevorstand. Ja, und was? Du sagtest, die Kulhut ist ein Tenakt-Urteilskampf? Ja, aber nicht so, wie man es sich vorstellt. Kein Zweikampf Mann gegen Mann, zumindest kein direkter. Die Beteiligten kämpfen in einer großen Arena gegen Maschinen und nur die Stärksten überleben. Glaub mir, es ist nicht einfach, sich einer Maschine zu stellen, während Hunderte um dich herum nach Blut schreien. Das ist mir vertrauter als... Wollte ich gerade sagen? Wirklich? Dann hast du meinen Respekt. Wie du habe ich den Kampf überlebt. Ich hatte auf Freiheit gehofft, doch... Das stand nie zur Debatte. Ich musste dem Häuptling dienen. Mhm. Du hast dem Tenakt-Häuptling gedient? Worst Geschichtenzähler ever. Kulhut müssen ihm als Marschälle dienen. Das Wort hast du schon erwähnt. Was heißt es? Das Wort selbst bezieht sich auf einen Schutzgeist aus längst vergangenen Zeiten. Konkret sind Marschälle Hikarus fahrende Gesetzgeber, teils Magistrat, teils Richter, teils Henker. Ich gehörte nun zu ihnen und diente mit Ehre, aber viele Tenakt spuckten nach wie vor aus, wenn sie mich sahen. Aber nur, bis ich sie zu Boden zwang und ihre Gesichter hineindrückte. So kann man es natürlich auch machen. Wie du bemerkt hast, ist Gewalt die Muttersprache der Tenakt. Nur mit ihr überlebt man. Aber die Kaja sprechen sie auch. Mehr als sie sollten. Verständlich, dass die Tenakt sie hassen. Okay, zu welchem Stamm gehörst du? Heißt das, du bist noch immer Kaja? Ein Teil von mir, ja. Immer. Doch es gibt viel zu bewundern an den Tenakt. Besonders ihren Häuptling. Ich habe gehört, wie es vor seiner Herrschaft war. Drei Clans, immer im Krieg, ständig in Fehde miteinander. Hikaru und die Marschälle schufen eine Art Frieden. Und jetzt schaut er nach vorne. Wer weiß. Vielleicht gibt es ja einmal eine Zusammenarbeit mit den Kaja. Hoffnung stirbt zuletzt. Häuptling Hikaru. Die Kaja reden über Hikaru wie über ein Monster. Die Kaja müssen ihn verteufeln und wenn nur, weil er sie aus dem Feld gefegt hat. Ja, er ist furchterregend. Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich, er würde mich häuten. Aber er ist kein böser Tyrann wie der verrückte Sonnenkönig. Wenn du das Glück hast, ihn zu treffen, so wie ich, würdest du sehen, dass er eigentlich nur das Beste für sein Volk will. Also ich glaube, das wird... Hoffentlich sprichst du mit ihm. Du interessierst ihn sicher. Das ist bestimmt ein riesiger Hühner. Gut. So war das also. Die Kaja müssen davon erfahren. Ja. Hat einen Crush an Hikaru. Du bist völlig anders über die Tenakt, als die Kaja es tun. Vielleicht. Regelrecht. Du fragtest, warum ich passieren muss. Ich sag's dir, aber es wird dir nicht gefallen. Vor 6 Monaten ging die Welt fast unter in Meridian. Die Bedrohung ist nicht vorbei. Sie wird jeden Tag schlimmer, deutlich. Sie ruft Stürme, vergiftet das Wasser und erzürnt die Maschinen. Die Quelle zieht nur nach Westen. Und nur ich kann sie aufhalten. Ich sehe die Zeichen. Und ich hörte von unglaublichen Vorkommnissen in Meridian. Dämonen, besiegt von einer rothaarigen Heldin. Also könnte ich dir glauben. Deine Bürde steht dir ins Gesicht geschrieben, deutlicher als meine Tätowierungen. Das ist doch keine Tätowierungen. Das als Beweis. Das ist doch wirklich gemalt. Nackt reisen darfst. Das ist so wichtig. Und ihr beide macht das allein?
glaubt jemanden, der gern ein Diplomat werden will. Verbündete sind wichtig. Hikaru kennt den Westen besser als sonst jemand. Vielleicht kann er dir ja helfen. Er kann sehr bedrohlich wirken, aber lass dich davon nicht täuschen. Er steht zu seinem Wort. Das ist doch aufs Gesicht gemalt. Vielleicht, wenn ich ihn brauche. Wie du willst. Ja, aber die... Er ist in seinem Palast, hinter den Bergen im Südwesten. Sag ihm, ich schicke dich. Und er wird... Da! Das Himmelsclan-Banner! Haben die gerade zu zweit einen Baumstamm aufgestellt? Marschalle, es war nicht einfach, aber hier ist der Himmelsclan. Und der Kommandant? Nein, ich konnte nur ein paar überzeugen. Er weiß noch nicht, dass wir weg sind. Wir haben Banner aller drei Clans. Dann sind es vom Himmelsclan eben weniger, na und? Er hat recht. Blast ins Horn. Was hast du die dicken los? Arme gesehen? Nicht allen Tenak gefällt die Vorstellung, mit Kaja zu verhandeln. Aber es sind genug da, fangen wir an. Dann breche ich mal auf. Nein, das lassen die anderen Marschälle nicht zu. Du willst sicheres Geleit, das bekommst du. Nach der Gesandtschaft. Naja, dann warten wir halt trotzdem. Und sehen, wie das grandios in die Hose geht. Weil der Typ ein Idiot ist. Der Sonnenpriester kackt da. Die Kaja öffnen die Tore. Dicker Schuhschmuck. Wie die Sonne über einem Land im Krieg aufgeht, kann sie auch über einem Land im Frieden untergehen. Heute ist solch... Hört, Marschälle! Die ihr Tenakt sein wollt! Regala, Häuptling Hikarus größter Fehler. Diese Rivalin verschonte er. Vergesst ihr, dass unser Volk im Blut geboren wurde? Im Blut der Kaja! Doch ihr schenkt eure Speere einem Häuptling, der mit dem Feind paktiert. Hikaru hat uns verraten. Die Gesandtschaft beweist es. Und ihr Marschälle seid seine Komplizen. Dafür habt ihr den Tod verdient. Es braucht mehr als zahnlose Drohungen für uns, Verbannte! Ach, nicht doch. Das sind Zähne. Ketten, Sägen, Zähne. Oh, ein Raptor. Lanzen! Formieren! Wildschweinchen. Sie reiten Maschinen. Wo haben Sie das gelernt? Silence. Oh nein, jetzt... Oh. Verschaff! Komm jetzt mit uns, oder gar nicht! Schützen! Heizt ihnen ein! Das reiht ja auch alles. Das Design der Leute hier, der Völker, diese Mischung... ernsthaft... Die Mischung aus Technologie und ursprünglichen Urvölkern und sowas ist super geil gemacht. Wehrt sie ab! Super. Flankieren! Zu den Kaja! Überrennt sie! Oh je, oh je. Das werden sie nicht schaffen. Ja.
Haben die keine Wachen auf der Mauer, die zurückschießen können oder so? Ich frag mal. Öffnet die Tore! Öffnet die Tore! Öffnet die Tore! Da ist Voadis kaputt. Kaja! Gib nicht nach! Los, Feuer frei! Du kannst sagen, schieß doch! Ich sehe kein Ziel! Wie da? Wie wär's? Hä? Also, das verstehe ich nicht, aber okay. Oh Mann. Das geht ja voll in die Hose. Was war das? Siehst du was? Nur noch wir jetzt. Hey! Komm runter und kämpfe fair! Lanzen! Nehmt die Mitte! Nehmt die Mitte! Jetzt geht's! Action! Bleibt in Deckung! Schützen auf dem Felsgrat! Da kommen sie! Zeit zu kämpfen! Okay. Die sind leider viel zu weit weg, als dass ich die treffen könnte. Hä? Ich wollte gerade sagen. Auf den Reiter! Hier ist Munition! Ein Schockangriff was? Ja, maybe. Kämpft wie die Fremde! Wirklich wach. Jetzt könnt ihr ihn erledigen. Ich habe die Ostländerin. Hä? Was hast du? Du hast hier gar nichts. Ich wollte gerade sagen, mein Freund, aus nächster Nähe ein Schuss in den Kopf, das überlebst du? Ich hab schon größere Maschinen erlegt. Frag mich mal. Müssen die Reiter aufhalten? Hey, wie ist die Rüstung? Tötet sie alle! Komm schon. Zack. Wir müssen sie niedermachen. Erst mit einem Schockangriff. Das hat richtig reingehauen. Ja. Und Feuer frei. Deckung geben. So, einer wird mit Borussia. Du bist der. Ah. Jetzt, wo ein Teil der Rüstung weg ist. Bap. Jetzt haben sie weniger. Was? Was? Aua. Also. Wir schaffen das. Das ist komisch. Also, das Pfeil, das drei Pfeile reinlegen und schießen normale, das funktioniert mir nicht. Komischerweise. Von den Marshalls überlebt keiner, habe ich das Gefühl. Nein! Not bad. Nein. Willkommen zurück, Näschen. Nur noch wir beide, Wahl. Wir packen das. Vielleicht.
Ich sehe natürlich richtig viel. Na komm, wo ist er denn? Zack. Ja. So, wer fehlt noch? Ich wollte Lost Ark testen, aber mich nervt, dass es schon einfach, bis das Spiel generell gestartet wird. So schlimm. Wieder schiebt er sein schlecht Spielen aufs Spiel. Hab ich doch gar nicht. Ihr da, Fremde! Ich häute euch! Aha, was eine Drohung. Häuptling, gewährt mir die Ehre des Vortritts. Nun gut. Wie einer von ihren Marshals ist das jetzt wahrscheinlich. Ja. Geile Rüstung. Ach, da kriege ich dieses komische Segelding her. Was? Wie wurdest denn davon getroffen, Wahl? Jetzt du, Kleine. Geiles Orkschwert. So ein Schild habe ich noch nie gesehen. Ich sollte scannen. Ich kann sein Schild durchbrechen, wenn ich ihm Schaden zufüge. Ich muss durch den Schild. Beenden wir das. Ja. Dieses Abzeichen ist mein. Was? War das seit 30 Minuten? So ein Schild habe ich noch nie gesehen. Ich sollte scannen. Das wirst du nicht überleben, Fremde. Ich muss eine Abwehr durchbrechen. So, das ist meine Chance. Der Schild ist gebrochen, nicht der Kampf. Zack. Ergib dich! Dein Schild hat sich regeneriert. Yep, das kann es. Ah, das ist... Ach, das ist eine Fähigkeit, die ich auswählen muss. Okay. Ich hätte gerne Heilbeeren oder so. Ich muss den Schild ausschalten. Eine Verteidigung durchbrechen. Schild unten. Er ist verwundbar. Ich werde den Schild durchbrechen. Der ist doch schon kaputt.
Juhu! Schön alles von Gruder mitnehmen. Na komm! Trau dich runter und stell dich! Nein! Weichei. Das war ein ehrenhafter Kampf. Ich werde dich verschonen. Männer! Seid stolz auf euch! Heute habt ihr die Marschälle dezimiert, die Kaja besiegt. Unser Krieg gegen Hekaro beginnt. Abmarsch! Die Frau macht einem Angst. Er lebt noch. Nee, das ist der. Hä? Hat er die ganze Zeit nur einen Arm? Hab ich gar nicht gesehen. Wirst du es schaffen? Dann lass es dir schmecken, Näschen. Du ziehst ohne mich weiter, nicht wahr? Dann bleibt mir wohl nur Errant. Vorerst. Aber wir können miteinander kommunizieren, mein Freund. Ich bring dich zur Festung. Das hat ja gut geklappt. Ja, das war zu erwarten. Lasst uns plündern, Jungs. Ja, aber das ist das der, weil dann hatten die den ja schon verbunden, bevor sie den aus dem Roboter ziehen. Das hat mich jetzt so verwundert. Das hält wohl nicht viel aus. Aber ich sollte damit gleiten können. Ich kann es reparieren, bestimmt. Dafür, dass er einen Pfeil abbekommen hat? Ah ne, das ist der Vize. Aloy. Wir orientieren uns gerade. Offenbar haben die Tenakt einen Bürgerkrieg. Das sehe ich auch so. Die Marschälle rechneten nicht mit Regalas Angriff. Und die ganze Kaja-Delegation wurde getötet. Nozar, Wadis, Verschaf, ein Massaker. Da wird es keinen Frieden geben. Ich muss nach Westen. Hoffentlich gilt das Wegerecht noch immer. Für mein Ziel werde ich, wenn nötig, das ganze Tenak-Gebiet durchqueren. Dann hast du einen langen Weg vor dir. Das ist nur die Schwelle des verbotenen Westens. Das wahre Reich der Tenak liegt weit hinter den Bergen bei Rheinklang, wo die Utaru wohnen. Das ist gar nicht Tenak-Gebiet? All das da draußen? Das ist niemands Land. Es sollte neutrales Gebiet sein. Doch diese Regala ignoriert das wohl. Ihre Leute kamen aus dem Norden. Sie ritten auf Maschinen. Ich nehme an, dass sie dort oben ein Lager haben. Die Rebellen ritten Dornrücken. Und im Schrecken gab es Dornrücken. Meinst du, die Rebellen ließen sie in den Schrecken? Wie sollte das funktionieren? Ich weiß die Mine. Aber es ist eine Spur. Es gingen auch einige Kaja und Osseram durch die Tore, bevor sie wegen der Gesandtschaft geschlossen wurden. Du könntest nach ihnen schauen, ob es ihnen gut geht. Ich halte die Augen offen. Gibt es hier irgendwo einen Langhals? Einen Langhals? Es gibt da einen, bei der Utaro-Grenze. Aber warum... Das ist schwer zu erklären. Damit gewinne ich einen Überblick. Wenn du meinst, kann ich dir sonst noch etwas helfen, bevor du aufbrichst? Nö. Ich sollte dann aufbrechen. Ich wünsche dir Glück.
Die Tore stehen dir immer offen, falls du zurückkehren willst. Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt erstmal an den Sonnenkönig schreiben. Moin, Akutenshi. Und das mit deinen Freunden. Die verarzten wir. Ach, die stehen immer noch darum. Die Sonne schütze dich, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Silence. Ich würde gerne mal ein paar Worte mit dem wechseln und ihm dann in die Fresse hauen. Wie wär's damit? Reihenfolge egal. Ich kann ihm auch erst in die Fresse hauen und dann sagen. Mehr Munition, das ist praktisch. Ich denke, Aloy denkt so wie du über Seile. Ja, ich denke auch. Die einzige richtige Art, über ihn nachzudenken. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Gesichtsbemalung freigeschaltet. Der Schildflügel ist ein auf Energie basierender Gleiter, der auf Maschinentechnologie funktioniert. Halte in der Luft Viereck gedrückt, um ihn einzusetzen und zu gleiten. Oh, das wird so lustig. Der verbotene Westen. Eine ganz mein Gott, geht. Die Koordinaten des Turms sollten zu Silence. Pizza in die Fresse hauen und dann zu ihm. Dann lass sie die Pizza schmecken. Zu einem Gaia-Backup. Es wird nicht einfach da draußen. Die Plage, die Stürme, Regalas Maschinenreiter. Aber ich muss das schaffen. Ich muss. Was für eine Pizza? Wie es Elisabeth getan hätte. Was? Bist aber echt ein schlimmer Streamer. Sagst deinem Chat, dass er. Dann sage ich denn, dass er leise sein soll. Regala, befehle ich dir eine Menge Maschinen. Es gibt sonst nur einen Menschen, der über dieses Wissen verfügt. Silence. Aber was hat er vor? Warum hilft er Tenakt-Rebellen? Weil sie ihn seinem Ziel näher bringen, würde ich mal vermuten. Wäre jetzt meine erste Vermutung im Ganzen. Ei! Entschuldigung, Füchschen, aber ich brauche deine Rohstoffe. Okay, der hat nur Fleisch verloren. Naja. Ein bisschen aufgemotzte Tiefkühlpizza. Auch das ist ja nicht schlimm, ne? Also, es gibt schon echt gute Tiefkühlpizza. Das ist in meinem Vorrat, ja. Wenn ich es brauche. Gibt schon echt geile Tiefkühlpizza. Ich glaube, jetzt fast jedes Spiel hat einen Paraglider wie in Breath of the Wild. Also, wenn wir ehrlich sind, man kann Just Cause ja nicht gut finden, vielleicht. Aber der Glider von Just Cause ist eines der geilsten Features. Jalapenos mehr Käse fertig. Tschüssi zusammen. Alles klar, Gott geht. Vielen Dank. Ich denke mal, du lurkst weiter. Dann vielen Dank für deinen Lurk. Gut. Also wahrscheinlich sind das hier die Berge und dahinter ist dann das richtige Gebiet. Unbekanntes Rebellenlager. Bevor wir irgendetwas machen, gehen wir zum Langhals. Denn jeder, der mich gesehen hat beim ersten Teil... Mal den Schildflügel ausprobieren. Warum klettern, wenn ich gleiten kann? Jeder, der mich aus dem ersten Teil kennt, weiß, dass ich ein großer Fan von erstmal allen Erkundungspunkten freischalten bin. Hat geklappt. Die Steuerung ist interessant. Wow, okay. Jetzt kann ich wohl von jeder Klippe springen. Das müssen die Plünderer aus Fahrlicht sein. In unserer Rüstung müssen alle anderen wie Schrotthaufen aussehen. Glaubst du wirklich, du schaffst das? Kero, komm schon. Du kennst mich. Wir haben die Teile zu Geld gemacht. Durch den Verkauf. Boah.
Habe ich dir je weniger als Perfektion angeboten? Wenn das nicht die Retterin von Meridian ist und meiner Unternehmungen. Larend, sag hallo. Hallo, schön dich zu... Ja, wenn sie nicht gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier stehen. Ah, scheußliche Sache, was die Tenakt mit der Gesandtschaft gemacht haben. Aber alle in Fahllicht sind dankbar, dass du sie verjagt hast. Das ist also deine Bergungsoperation. Bessere Bauteile findest du nirgendwo im Westen. Und bald werden wir noch mehr zu bieten haben. Der Westen war viel zu lange, naja, verboten. Gefährlich. Ist immer noch gefährlich. Aber wenn wir eine Rüstung bauen könnten, so stark und auch so sicher, dass dir hier draußen wirklich nichts mehr gefährlich werden könnte. Dann wäre ich sehr interessiert. Die würde ich dann zu gern mal sehen. Na, selbstverständlich. Und deshalb habe ich meine talentiertesten Plünderer gebeten, genau diese Rüstung zu bauen. Jeder wird sein Werkstück vorstellen. Die beste Rüstung geht in den Verkauf. Ich muss da ganz kurz weg. Ich werde gerade gebeten, jemand zu helfen. Bin in wenigen Sekunden wieder da, vermutlich. So, da bin ich wieder. Back again. Für Jäger wie dich. Glückspilz. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe etwas in Kettenkratz zu erledigen. Larend kümmert sich währenddessen um dich. Ich bin so gespannt, was du mir präsentieren wirst. Aber... Es wird toll. Es wird die anderen aus der Schmiede blasen. Und er hat keine Ahnung. Du musst mir helfen. Sag ich doch. Wovon redest du? Die Rüstung. Ich habe schon ein Dutzend Versionen gebaut, aber keine ist gut genug. Und es gibt andere Trupps, weiter westlich. Wenn die eine bessere Rüstung hinkriegen, dann kann ich diese Scherben vergessen. Du kriegst einen Preis, wenn Keruf deine Rüstung auswählt? Einen großen. Und ich habe das perfekte Design. Ich brauche nur die Bauteile. Und das schnell. Was denn zum Beispiel? Also, vielleicht könnten wir einen Vertrag abschließen und du besorgst sie mir? Was für Teile brauchst du denn? Panzerwandererbehälter. Ihre Panzerung ist äußerst widerstandsfähig. Das gibt die perfekte Rüstung. Das weiß ich. Ich glaube, das kriege ich hin. Ah, dank der Schmiede. Hier in der Nähe ist eine Herde. Hier ist der Vertrag. Ich sage dir alles, was du wissen musst. Du, der sieht aus wie 14, ne? Und meine Leute holen die Behälter. Ich sehe mir das später an. Danke. Stell auf dich, Aloy. So, immer schön alle Quests annehmen. Während wir weitergehen. Da ist auch wieder so ein Rebellenlager, was wir vernichten können. Ich sollte erst den Vertrag lesen, bevor ich auf die Jagd gehe. So. Binde weiter. Aber habe ich den Vertrag jetzt gelesen? Hier ist der Speer und so. Biografien, Sammelobjekte, Datenpunkte. Ein Standard-Beutevertrag, der Außerrahmen. Der folgende Vertrag, ausgestellt von Kerus Bauteile KG, Plünderer, verpflichtet hiermit den Empfänger der Bringung folgender Dienstleistungen. Die Jägerin wird einen Panzerwanderer von der angegebenen Maschinenherde eliminieren, um dem Plünderer Zugriff auf Panzerwanderkisten zu verschaffen. Am markierten Weg wurden Fallen bereitgestellt. Außerdem befinden sich dort ein Lager, das regelmäßig von Maschinen aufgesucht wird. Aber bitte stirbt nicht, ich brauche die Teile wirklich dringend. Okay. Hört sich auch auf Englisch so an, wie er aussieht. Das ist schon mal gut. Hallo, Fuchs. Tut mir leid, Fuchs.
In Ghost of Tsushima sind das richtig wichtige Dinger. Also. Hier haben Maschinen gecapped. Schock könnte viel Schaden verursachen. Ja. Schön. Viele alte Wracks hier. Muss eine große Schlacht gewesen sein. Und dann ist die Batterie leer gegangen. Haben alles gegeben, um den Pharaoh-Schwarm abzubremsen. Plotsch. Zero Dawn Zeit zu verschaffen. Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Was ist das für ein Tier? Himmelsgleiter. Ha? Die Osaram geben derbe Zwergen-Vibes ab. Schon ein bisschen. Vor allen Dingen, weil das die Schmiede sind hier, ne? Auch das kommt noch dazu. Stell dich mal nicht so an, meine Liebe. Wir brauchen Tierressourcen. Wir brauchen Tierressourcen. Okay, der ist alleine unterwegs. Wenn ich überlege, dass der Riesenroboter den Silence gefunden hat, so ungefähr diese Dimension hat, möchte ich eigentlich nicht dabei sein, wenn der sich bewegt. Denn God of War ist was anderes als Horizon. Immerhin etwas Schweiß abgespült. Aber mal gucken, das hat ja sein Bauteil verloren. Das ist ja ein besonderer Gegenstand. Nett. Eine Klanghülse. Keine Ahnung, was ich damit Besonderes verbessern kann oder so. Wird noch kommen. Hör mal. Okay. Mein Fokus empfängt immer noch ein Signal. Ein Langhals. Wenn ich den überbrücke, bekomme ich Daten über die Umgebung. Dieses Geräusch. In der Nähe muss ein Langhals sein. Wenn ich den überbrücke, bekomme ich Daten über die Umgebung. Ziegenbock. Ein Dickhornschaf. Nur nichts Verdächtiges machen. Habe ich nicht vor, was ist das denn? Eine Brücke. Ah. Da ist dann ein Dorf oder so. Himmelsgleiter-Areal. Man merke sich, Langhälse sind gute Starter.
sind vor allen Dingen verdammt beeindruckende Viecher. Okay, wie komme ich auf dich rauf, mein Freund? Sieht aus wie eine Satellitenschüssel. Wenn ich da raufklettern kann, müsste ich den Langhals leicht erreichen können. Das ist auch, glaube ich, nicht optional, sondern... So, mal gut, wenn der Langhals nicht nur... Aua! Ja, was ist das? Ein Stromgenerator? Offensichtlich? Also, wir merken uns. Hä? Falsche Waffe. Wir müssen noch deutlich stärker werden, damit ich mein Kampfsystem von früher wieder machen kann. Geh weg. Ich muss warten. Ausdauer regenerieren. Wow. Okay, also. Einschleichen. Einschleichen ist ein guter Plan. So knapp, naja. Das eine Vieh wäre knapp gewesen, aber alles andere danach nicht. Ich dachte, gibt es pro Ge- Litschi, erstmal moin und du weißt doch, wo du gelandet bist, oder? Pro Gameplay? Naja. Hier gibt es professionelles Sterben. Oder professionelles Failing. Das gibt's hier. Davon ganz viel. Da rennen zwei von den Viechern rum. Unbekannt. Bündere habe ich noch nicht gefunden. Ach. Ja. Natürlich kann der uns aus dem Busch... Natürlich kann der uns aus dem Busch fischen. Was ist aber das? Freilich. Ein Stromgenerator? Komm her. Komm schon. Warum genau hat das Vieh jetzt das angegriffen? Zack. Zack. Wow, 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 wow. Zack. Kritischer Schlag. Kaputt. Einmal aus dem Weg rennen. Professionelle Kameraaufnahme zum Beispiel. Was heißt denn das?
Das große West-Array präsentiert die Blick, was? Die Blicke in den Himmel Ausstellung, in der Sie mit unserem brandneuen Panorama-Holo-Erlebnis die Geschichte der Radioastronomie entdecken können. Möchten Sie sehen, wie unsere Antennen sich bewegen, pingen Sie unsere Besucherinformationszentren an. Ah. Das Schöne ist, die Plünderer, die sammeln ja ihr Zeug. Das heißt, ich muss nur mitnehmen. Sie wissen, dass irgendwas nicht stimmt. Ah. Aloy, was soll denn das? Es ist genauso wie im ersten Teil. Du hast nur wahrscheinlich später noch mehr andere Gegenstände. Aber im Grunde genommen ist es wie im ersten Teil, ja. Höher klettern kann ich nicht, aber es sieht aus, als könnte das Ding sich drehen. Wenn ich herausfinde, wie ich die Energie wieder anschalten kann, kann ich das Ding... Tja, das war Mist. Roger hat sich gerade tierisch aufgeregt, weil er meine kleine Ergänzung im Protokoll der Schüssel entdeckt hat. Wen interessiert es, was er denkt? Die Touristen fanden es toll. Jede Schüssel richtet sich aus, eine nach der anderen. Und spielt den ihr zugewiesenen Ton über die Alarmlautsprecher ab. Musik ist letztlich Mathematik. Wie auch immer, beginnen wir am Anfang. Ein sehr guter Ausgangspunkt. Ich werde nach Do und Re sehen. Sie waren in letzter Zeit etwas schwerfällig. Vielleicht muss ich wieder ihre Ausrichtungsmotoren säubern. Vielleicht bewegen und einen Weg hinauffinden. Versorge die Konsole mit Strom. Ist die Frage... Das sieht schon mal gut aus. Eine Energiezelle. Getrennt von der Hauptstromleitung. Damit müsste ich den Generator unter der Schüssel antreiben können. Epp. Der muss irgendwann einmal Energie erzeugt haben. Jetzt ist er tot. Jetzt wieder nicht. Die sind erstmal alarmiert. Der Strom ist wieder da. Ich sollte mir die Konsole von vorhin nochmal ansehen. Immer diese kleinen Rätsel. Eigentlich ganz süß gemacht. Was dieses Ding macht. Naja, die Schüssel drehen. Sieht aus, als hätte ich Glück. Also das, was davon übrig ist, drehen. Ja, auch dafür reicht das. Da ist ja hier dieser lange Arm auf der Seite, also auf der Seite. Ist ja noch. Das reicht schon. Hep. Jetzt müsste ich an den langen Hals rankommen. Ich muss nur den richtigen Platz finden. Vermutlich da. Sieht aus, als könnte ich auf den langen Hals gleiten. Ich muss es nur richtig abpassen.
auf den Langhals gleiten. Denn da bin ich so gut drin. So ein graziles Roboterchen. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum lässt die los? Warum tut die das? Na also, dann überbrücken wir den großen Schmerz mit Einfall sein. Alles hat gut, schon fast geschafft. Und jetzt gehören sie mir. Das wär's gewesen. So vorbei, der hört einfach auf und dann fällt's runter. Karte anzeigen. Okay. Wie viele Langhälse gibt es? Drei? Vier? Okay. Ach du Scheiße. Werden noch mehr. Oh je. Flusslied. Was in drei Teufelsnamen ist Flusslied? Rheinklang ist die Stadt. Himmelsgleiter Arena. Das sind dann so Herausforderungen. Reise zu den Koordinaten, die du auf dem Turm erhalten hast. Begib dich zu den Koordinaten des Eclipse-Verstecks. Ja. Rebellenlager östliches. Hier ist ein Rebellenlager und da ist ein Rebellenlager. Hallo. Einen wunderschönen Lonman. Guten Tag. Einen wunderschönen Lonman. Du bist jetzt der wunderschöne Lonman. Ich habe einfach ein Wort ausgelassen.